8 Monate her, Jeffrey Epstein Liste erklärt. Ja gut, ich habe keine Ahnung, Digga, aber es soll irgendwas Krasses sein, ne? Weil in dem Video von Chucky Port war das krass. Sehr interessant. Eine unfassbar krasse Neuigkeit, von der ihr sicherlich in den letzten Tagen bereits... Bruder, ich kenne den. Ich habe mir damals so voll die Videos von ihm angeguckt. Der hat aber sein Gesicht noch nicht gezeigt. ...habt, aber die ihr vielleicht nicht ganz durchschauen könnt, ist die der Jeff... Der hat so eine coole Stimme, Digga. Der macht das Ganze richtig gut. Epstein Client List oder der Jeffrey Epstein Liste, wie es derzeit überall genannt wird. Es geht eben darum, dass vor wenigen Tagen unterschiedlichste Gerichtsdokumente aus dem Gerichtsfall rund um den Missbrauchs- und Menschenhandelsskandal von Jeffrey Epstein veröffentlicht wurden. Kannst du mich bitte grüßen? Powerplane und 20 Grüße gehen raus. Im Gerichtsverfahren wurden unterschiedliche, weltbekannte Personen genannt, die nun eben in einer veröffentlichten Liste auftauchen. Sprich, jede Person, die in diesem Gerichtsfall genannt wurde, wurde in dieser Liste veröffentlicht und dabei entdeckte man unfassbare Leute, die scheinbar in diesen ganzen Fall auf irgendeine Art und Weise verwickelt sind. So tauchen in dieser Namensliste zum Beispiel weltbekannte Musiker auf, Schauspieler, ehemalige Politiker bzw. ehemalige... Bruder, guck mal, da hatte Donald Trump noch einfach Haare, Alter. ...Präsidenten und sogar weltbekannte Wissenschaftler scheinen irgendwie in der ganzen Sache mit drin zu stecken oder, wenn man dem Internet glaubt, sind schuldig und haben schreckliche Dinge getan. Was genau hier veröffentlicht wurde, die ganzen verstörenden Details und wie man das Ganze einschätzen muss, möchte ich euch in diesem Video einmal erklären. Damit wir aber verstehen können, was genau hier passiert ist, müssen wir einmal gucken, wer ist Jeffrey Epstein, was ist vorgefallen und was für eine Liste wurde jetzt veröffentlicht. Jetzt bin ich gespannt. Jeffrey Epstein war ein amerikanischer Finanzier und Geschäftsmann, der während seiner Zeit im öffentlichen Leben viele Kontakte zu hochrangigen Persönlichkeiten aufgebaut hatte. Sowohl Prominente wie Michael Jackson oder David Copperfield, als auch hochrangige Politiker wie Bill Clinton und Donald Trump sollen enge Beziehungen... Bruder, guck mal, wie Donald Trump da aussieht. Er sieht aus wie so ein Teenie, Digga. ...gepflegt haben. Im Jahr 2019 wurde Epstein dann aufgrund des Vorwurfs von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen angeklagt. Außerdem soll er auf seiner privaten Insel, Little St. James, oder auch Epstein... Er hat einfach eine eigene Insel. Oder er hat einfach eine eigene Insel. Guck mal, Bruder, was ist das, Alter? Junge, hier hat er noch so einen Landeplatz oder sowas, ne? Hier hat er einfach so random noch so einen Pool, Digga. Hier ist so seine Villa mit irgendwie sowas. Hier, da mit Boot und so. Bruder, das ist crazy. Eigene Insel. Junge, was? Genannt, minderjährige Frauen Ein Pool. haben, damit diese sexuelle Handlungen mit Freunden und Klienten von Epstein durchführten. 2019 war nicht der erste Vorwurf, der gegen Epstein erhoben wurde, nicht der erste Gerichtsfall. Auch schon einige Jahre früher, zum Beispiel im Jahr 2015, gab es einen weiteren Fall gegen ihn. Zu den Missbrauchsvorwürfen kamen also auch noch Vorwürfe wegen Menschenhandel dazu. Das Ganze löste... Oder weißt du, er hat einfach eine eigene Insel. Das ist halt auch crazy, ne? Guck mal, er hat ja eine eigene Insel. Wie kann man, also, Bruder, er besitzt Stück Land. Wer macht da die Justiz in diesem Stück Land? Versteht ihr, wie ich meine? Er kann doch nicht einfach Polizei jetzt eintreten und den so festnehmen oder sowas, weil es ist ja seine Insel. Oder, also, es ist ja sein Land. Große Aufmerksamkeit in den Medien aus, nachdem angeblich viele bekannte Personen, die mit Epstein befreundet waren, Verkehr mit den minderjährigen Frauen. Ja, deswegen konnte er jahrelang Sachen machen, ohne es aufzuhalten. Okay, das verstehe ich, aber wie kann man ihn denn festnehmen? Wenn es ja seine eigene Insel ist, so, es ist ja sein Land, da kann er nicht einfach in der Polizei zum Beispiel von Amerika jetzt, sag ich mal, hineinspazieren. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist zum Beispiel eine österreichische Polizei kann ja auch niemanden in Deutschland festnehmen. So. Diese Namen seien auf einer Klientenliste niedergeschrieben worden. Ja, das ist ja das weiß ich ja nicht, ob die jetzt zu einem Land gehört oder es einfach eine Insel ist, die er einfach gekauft hat und jetzt so Grundbuchrechte hat oder irgendwie sowas. Während Epstein im Gefängnis saß und man... Ah, okay, die ist neben Miami, okay, ja, gut.
dass diese Liste Okay. bald veröffentlicht Das ist wird. aber ein US-Amerikaner. Ja, okay, guck. Na. Und man somit erfährt. Weil vielleicht, keine Ahnung, ist der nicht mehr im US-amerikanischen Seegebiet, sondern irgendwie ein bisschen weiter, ne, wo dann halt, wo die Justiz auch nichts machen kann. Alles aus Hollywood und dieser Umgebung mit minderjährigen Verkehr hatte, nahm Epstein sich selbst das Leben in seiner Gefängniszelle, und zwar durch Erhängen. Guck mal, jetzt Dieser lebt er noch und genau in dem Moment kommt es einfach. hat jedoch ebenfalls für Spekulationen gesorgt. Denn eigentlich stand Epstein in seiner Zelle, allein wegen der Vermutung, er könnte sich das Leben nehmen, um sich der Strafverfolgung zu entziehen, unter dauerhafter Beobachtung. Sicherheitskameras filmten ihn und Wärter im Gefängnis liefen täglich mehrere Routine-Kontrollgänge an seiner Zelle ab. Doch an dem Tag, an dem Epstein sich das Leben nahm, schienen all diese Sicherheitsmaßnahmen auf mysteriöse Weise fehlzuschlagen. Nicht nur, dass die Wachen die Kontrollgänge versäumten, auch die Überwachungskameras waren. Dings, er hat Prison Break nicht verstanden. Er hat andere Methode gewählt. Defekt gewesen, weshalb es keine Aufnahme gibt, wie Epstein sich das Leben nimmt. Ja, Daher vermuten, okay. Wahrscheinlich wurde der irgendwie. dass man es hierbei mit einer Verschwörung zu tun haben könnte, bei der Epstein ermordet wurde, damit die Klientenliste nicht veröffentlicht wird. Es heißt, dass einflussreiche Personen auf der Liste dafür gesorgt haben, dass Epstein stirbt, ohne dass das Ganze bemerkt wird bzw. veröffentlicht wird. Einfach nur, damit die Welt nicht erfährt, was für schreckliche Dinge von Prominenten und Politikern begangen wurden. Man muss an dieser Stelle aber sagen, dass es keine gravierenden Beweise dafür gibt, dass Epstein auf eine andere Art als Selbstmord ums Leben kam. Okay. Auch eine Komplizin von Jeffrey Epstein, eine Frau namens Ghislaine Prison Maxwell, Break, wurde eiskalt, für hab ich ihre auch geschaut. Beihilfe bei der Rekrutierung minderjähriger Frauen und dem Missbrauch angeklagt und wurde im Dezember 2021 zu 20 Jahren Haft verurteilt. Ja, das ist ja gar nicht mal so lange her, ne? Es ist gar nicht mal so ein Fall so vom letzten Jahrzehnt, sondern, ne, relativ neu Kam noch. es aber dazu, dass Dokumente aus dem Gerichtsverfahren gegen Epstein aus dem Jahr 2015 veröffentlicht wurden. Das ist Dabei ging crazy. es um die Anklage von Virginia Jeffrey, die ihn angezeigt hatte, da sie, laut eigener Aussage, als Minderjährige von Epstein rekrutiert und zum Verkehr mit Erwachsenen genötigt wurde. Sie ist nur eine von Dutzenden Personen, die Epstein aus den gleichen Gründen verklagt hatten. Durch diese Dokumente aus dem Verfahren kam nun eine Liste hervor, die veröffentlicht wurde, in der die Namen der Personen stehen, die im Gerichtsfall genannt wurden. Darunter sind extrem hochrangige Personen. Digga, das ist krank. Das ist wirklich heftig, Digga. Das ist das, was Macht und Geld ausmacht, ne? Beziehungsweise, was Macht und Geld mit deinem Kopf ausmacht, wenn du alles hast, Digga, und keine Ahnung mehr hast, was du weitermachen sollst. Dann passiert so ein Scheiß. Ey, das ist wirklich heftig, Mann. Andrew, das ist der Bruder von König Charles, ehemaliger Präsident Bill Clinton, ehemaliger Präsident Donald Trump, Zauberer David Copperfield, Musiker Michael Zauberer. Jackson, Schauspieler Kevin Spacey, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis und Cameron Diaz, Star Wars-Schöpfer George Lucas und auch Astrophysiker Stephen Hawking. Um ein paar der Namen zu nennen, die in diesem Dokument aufgetaucht sind. Die Liste mit diesen Personen ging nun um die Welt und die Leute vermuten und verbreiten online, dass hier etwas Schreckliches im Kreis der Reichen und Einflussreichen passiert ist. Also, das sind grundsätzlich die Informationen, die es jetzt gab oder die man als Hintergrundwissen wissen sollte. Als vor wenigen Tagen diese Namensliste veröffentlicht wurde, ging sie sofort im Internet viral. Alle schrieben dazu, posteten eigene Seiten, die sie in den Dokumenten gefunden haben. Junge, liest Promis beim Dingsfilm, 15 prominentesten Namen, Gericht. Und dabei kamen immer und immer mehr verstörende Details ans Licht. Und die Person, die wahrscheinlich am häufigsten online genannt wurde, war Stephen Hawking. Der mittlerweile verstorbene Astrophysiker soll ebenfalls in die ganzen schrecklichen Machenschaften von Jeffrey Epstein verwickelt gewesen. Ah, jetzt weiß ich, was das nochmal für ein Ding war. Und deswegen gab es diese ganzen Memes. Ja, ich kann mich dran erinnern. Ich kann mich dran erinnern, ja. So gibt es zum Beispiel eine Aussage, die in den Akten stehen soll, die derzeit im Internet immer wieder verbreitet wird.
Und zwar, dass Stephen Hawking angeblich es gerne mochte oder es schön. Ja, dass die Undressed Midges Komplex. Anzusehen, wie kleinwüchsige Leute schwere mathematische Gleichungen an zu hohen Tafeln lösen. Bruder, Digga, das kann man doch nicht ernst meinen. Das ist doch safe ein Troll, Digga. Was ist das, Junge? Das ist doch... Bruder, verzeih mir wirklich, was? So angeblich, laut diesen veröffentlichten Dokumenten, die man auf Twitter lesen konnte, dass er daran Freude empfunden hat oder Erregung zuzusehen, wie andere Leute etwas Peinliches da taten. Manche gingen auch davon aus, dass eben nicht Kleinwüchsige gemeint sind, auch wenn das da drinnen steht, sondern dass damit Kinder gemeint sind. Sprich, dass Stephen Hawking pädophile Neigungen hatte. Die Meldung, dass Stephen Hawking ebenfalls in diesem ganzen Vorfall mit drinne steckt, sorgte für einen riesigen Aufschrei im Internet, weil scheinbar jeder mögliche Typ, jeder mögliche Promi in diesem Vorfall involviert war. Aber man muss an dieser Stelle recht vorsichtig sein. Denn viele Leute gehen davon aus, dass diese jetzt veröffentlichte Liste eine Klientenliste ist. Dass dies also die Leute sind, die tatsächlich zum Beispiel Geld bezahlt haben, um mit minderjährigen Leuten zu schlafen. Bruder, aber das. Was? Der Klienten, Junge, macht einfach so Cash, Bruder. Das ist verrückt. Und wieso wusste ich davon gar nichts? Epstein-Insel einfach. Echt. Die Liste, die jetzt veröffentlicht wurde, sind einfach nur alle Namen, die in dem Gerichtsprozess genannt wurden. Das bedeutet also, wenn ihr euch das Ganze mal vorstellt, es gibt diesen Gerichtsprozess und da würde jetzt irgendein Name genannt werden. Sagen wir zum Beispiel, jemand hätte meinen Namen genannt im Sinne von, ich war gestern einkaufen und habe Christoph getroffen. Dann müsste ich daraufhin in diesen Akten aufgeführt werden, weil mein Name genannt wurde. Das bedeutet... Ja, er hat Dings Midget angeschaut, Digga. Er war's. Leute, die hier genannt wurden, wurden nicht unbedingt genannt, weil sie beteiligt waren an irgendwelchen verwerflichen Dingen, sondern sie wurden nur auf die ein oder andere Weise genannt. Zum Beispiel Cameron Diaz und Leonardo DiCaprio. Sie wurden zum Beispiel nicht genannt, dass sie irgendwas Schreckliches getan haben, sondern Jeffrey Epstein soll nur einmal gesagt haben, dass er mit ihnen telefoniert hat, dass er also ein ganz normales Gespräch mit ihnen hatte. Dadurch, dass aber diese Namen gefallen sind, mussten sie aufgeführt werden. Das bedeutet, nur weil Prominente genannt wurden, haben sie noch nichts Schlimmes. Ich glaube, Brille ist wirklich von Fielmann, aber die Brillenmarke ist nicht von Fielmann. Doch kommen wir einmal kurz zu Stephen Hawking, weil das die krasseste Meldung war, die verbreitet wurde. Bei Stephen Hawking muss man auch vorsichtig sein, weil das, was derzeit im Internet veröffentlicht wird, Fake-Bilder sind. Es ist wahr, dass Stephen Hawking tatsächlich in dieser Namensliste auftaucht. Stephen Hawking wurde in dem Gerichtsprozess genannt, aber diese Information, dass er gerne zuguckt, wie Kleinwüchsige irgendwelche mathematischen Gleichungen lösen, ist von einer Meme-Page auf Twitter gemacht. Ja, guck. Verbreitet worden. Viele Leute hatten das Ganze aber gesehen und daraufhin weiterverbreitet als angebliche Fakten. Das bedeutet, diese Information stimmt nicht. Ja, Bruder, das ist aber auch ein bisschen hart, Digga. Das ist aber auch ein bisschen extrem. Wenn Stephen Hawking irgendwas gemacht haben könnte, ist aber nicht ganz geklärt. Es gibt so zum Beispiel einen E-Mail-Verkehr, wo es darum geht, dass man angeblich Argumente finden soll oder Beweise finden soll, die sowohl Jeffrey Epstein entkräftigen, als auch die Vermutung entkräftigen, dass Stephen Hawking bei einer Orgie mitgemacht hätte. Es heißt also, es wurde nie genannt, dass Stephen Hawking was Schlimmes gemacht hat. Er ist einfach namentlich genannt worden in diesem Prozess. Und so geht es eben den allermeisten Prominenten, die hier auftauchen. Das ist verrückt. Es gibt wenige, die wirklich angeschuldigt wurden. Zum Beispiel eine Person, die sehr, sehr viel angeschuldigt wurde und die auch am wahrscheinlichsten, wenn man so sagen will, Dreck am Stecken hat, ist Prince Andrew, der Bruder von Charles. Er wird eben mehrfach nicht nur im Gerichtsprozess genannt, sondern es wird auch ganz klar gesagt, dass er angeblich bei mehreren Situationen Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen gehabt hatte, beziehungsweise... Oder ich verstehe das wirklich nicht. Warum macht man sowas? Wirklich, geht einem das Geld aus? Also nee, wächst einem eher das Geld über den Kopf hinaus? Man weiß gar nicht, was man mit seinem Geld anzufangen hat, Digga. Ehrlich, gib mir einfach. Dreh YouTube-Video. Sag, du gibst random Guy Cash oder so. Ich verstehe nicht, wie man auf sowas kommt, Digga. Berührte und so weiter und so fort. Das bedeutet, gegen Prinz Andrew gibt es zum Beispiel richtige Anschuldigungen, während es gegen andere Leute diese nicht gibt.
Und man muss noch bei einer anderen Sache ganz, ganz vorsichtig sein. Und zwar zirkulieren im Internet derzeit unterschiedlichste Listen, die allerdings gefaked wurden. Ganz, ganz viele Leute aus dem Internet nutzen diese veröffentlichten Listen gerade, um ihre eigenen politischen Vorstellungen durchzusetzen. So tauchen im Internet derzeit viele Listen auf, wo Namen reineditiert wurden. Dann taucht zum Beispiel der derzeitige Präsident Joe Biden oder der ehemalige Präsident Barack Obama. Boah, Joe Biden kann doch nicht mehr richtig stehen, Digga. Der sieht aus, als wäre er auf 30.000 Medikamenten. Diese beiden Leute sind... Oh nee, Digga, der wurde in ein Timeout versetzt, der Arme. Weil er gefragt hat, ob ich Bachelor Baby mag. Nein. Liste vertreten, ihre Namen wurden nicht genannt bei diesem Gerichtsprozess, aber weil Leute eben die Meldung durchdrücken wollen, dass die Demokraten in Amerika schlimm sind, schreiben sie diese Leute extra rein, um es so wirken zu lassen und streichen zum Beispiel Trump raus. Es gibt also auch ganz oft Listen, wo Namen rausgestrichen werden und die veröffentlicht werden. Es gab zum Beispiel eine Liste, wo Whoopi Goldberg drinne aufgetaucht war. Oh nein, du bist mein Lieblingsrapper. Ja, Mann, ich bin auf jeden Fall besserer Rapper als du, Digga. Ich hab gesehen, du hast einen neuen Song rausgebracht, ne? Brünette Maus. Hat das mitbekommen und sich dann öffentlich Geil. Dazu geäußert, dass das Fake-Bilder sind, die nicht stimmen und sie keinen Kontakt hatte. Ich hab nur die ganzen Dinge auf Instagram gesehen, aber ich habe noch nicht richtig angehört. Aber ich muss sagen, der ist auf jeden Fall besser als deine allerersten Songs. Jetzt also gerade im Internet sagen. Etwas dazu liest oder von Leuten liest, dass die echte Klientenliste veröffentlicht wurde, dann müsst ihr unbedingt das anzweifeln. Eine Klientenliste von wirklich schuldigen Personen, die bewiesenermaßen schuldig sind, gibt es nicht. Es ist nur eine Namensliste und viele machen gerade Fake-Bilder davon. Okay. Es gibt Websites, ich habe mal in den Beschreibungen eine verlinkt, wo ihr eben die echte Liste euch angucken könnt, wo ihr eben wirklich nachsehen könnt, wer steht drinne und wer nicht. Was muss man also aus dieser ganzen Sache mit rausnehmen? Es ist ein unfassbar kranker Vorfall, der dort passiert ist. Jeffrey Epstein hat widerliche Dinge getan und viele Freunde, Bekannte und Kunden ist wirklich geisteskrank. Das ist haben wahrscheinlich geisteskrank. Dabei Ehrlich? Mitgemacht. Und es können auch definitiv Prominente... Der Typ labert immer Scheiße, auf den du reagierst. Wieso? Aber denkst du, dieser Epstein hat nichts gemacht, oder was? ...und mit dabei gewesen sein, die ebenfalls Schlimmes getan haben. Von den jetzigen Namen, die veröffentlicht wurden, oder von den jetzigen Gerichtsdokumenten, ist aber nichts veröffentlicht, dass jemand wirklich verurteilt werden kann. Niemand. Der Bruder wiederholt sich halt fünfmal. Ey, Dankeschön für dein Abonnement. Vor 10 Jahren war das noch Verschwörungstheorie. Ganz auch zufällig fallen alle Kameras aus. Ja, so ein Zufall. Ja, aber das ist safe kein Zufall. Dass er da ermordet wurde. Vielleicht wurde er auch irgendwie so aus dem Knast rausgeholt oder sonst noch irgendwas. Urteilt, es sind wirklich nur Mutmaßungen oder Aussagen im Gerichtsprozess gewesen. Ich wollte am Donnerstag einen neuen Song droppen, einen Remix, aber am Donnerstag kommt jetzt doch ein Video über Breitenbergs Dingsbums. Deswegen, ich muss warten. Alle Namensnennungen, die nichts mit der ganzen Situation zu tun haben. Das ist, was man hier ganz wichtig beachten muss. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video grob die ersten Informationen für euch klären. Es heißt angeblich, ich weiß aber nicht, ob das nur Gerüchte oder die Wahrheit ist, dass in den nächsten Tagen oder Ende des Monats die echte Klientenliste veröffentlicht wird. Soweit wie ich in meiner Recherche rausfinden konnte, gibt es dazu keine genauen Infos, aber wenn eine richtige Klientenliste rauskommt, werde ich natürlich gerne Bescheid sagen, wenn euch das interessiert. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt etwas helfen, die Fake News von den echten Infos auseinanderzuhalten. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Orgie ist so wie Sorry Twitch, aber... Bruder, Orgie ist Dingsbums, Alter, mit... Du weißt schon, ne? Bruder, das ist verrückt. Ich wusste davon gar nichts mit Epstein-Ding, ne? Das Video ist doch 8 Monate her, das ist geisteskrank.